Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde im Schloss von Nyx in Legend of Grimrock 2. Wir scheinen uns langsam in Richtung Endgame zu bewegen, beziehungsweise wir sind im Endgame und bewegen uns in Richtung Finale, so ist es besser. Ja. Nur nicht verlaufen dabei. Der Weg ist hier hoch, weil da ist noch dieser garstige Gang hier. Das Ding heißt ja Twisted Passage. Die verdrehte Passage, die wollen wir nicht unbedingt nochmal besuchen. So, wir wollen einfach hier hoch und dann weiter nach oben. Hier sind wir jetzt in den Test Chambers. Und ouch. Da war ich nicht schnell genug. Mache ich mal kurz neues Licht an, porte mich wieder nach oben und dann laufen wir mal ein Stück. So, so, so und weg. So, wir sind sicher. Hier sind wir ja in der Test Chamber und wir waren ja schon ein Stockwerk höher im Void. Ja. Sachen, die mir beim letzten Schnitt aufgefallen sind. Erst einmal ist hier eine Truhe eingezeichnet, die ich nicht gefunden habe. Das werden wir dann irgendwann später beim 100% nachholen. Also, wie gesagt, wenn ich mal kurz in die Statistiken gucke, mir fehlen noch 8 Secrets. Also, wenn ich die möchte ich alle natürlich noch finden, bevor ich mit euch das zweite Ende mache. Jupp. Gehen wir erstmal hier nach oben. Und zweitens ist mir aufgefallen, nochmal kurz die Karte bitte. Hier unten, wo das Wasserbecken war, hier war ja ein Text, dass das Geheimnis der Balance-Rune in der Nexus versteckt ist. Die Nexus ist ja der Teleporterraum. Und dort ist ja noch eine Tür. Wow, Schleime. Das hier sieht wieder sehr interessant aus. Okay, die Spinnen scheinen auch da oben rumzulaufen. Ich gucke mich vorsichtshalber erstmal hier unten um. Nicht, dass hier unten irgendein garstiger Gegner ist. Hier ist auf jeden Fall schon mal Munition. 5 Cannonballs, die brauchen wir nicht unbedingt. Und hier gibt es noch was. Hier scheint es eine Nische zu geben. Mit einem Sack. Ist da schon wieder. Nein, da sind Kräuter diesmal drin, aber sehr viele schöne Kräuter. Wie sieht es bei dir mit Mana-Tränken aus? Hast du noch mehr als genug? Noch mehr als genug Mana-Kräuter? Auch gut. Und hier ist ansonsten, so wie das aussieht, nichts mehr. Hier ist nur die Treppe nach oben. Da ist die Treppe nach unten, durch die wir gekommen sind. Da war jetzt die Nische. Nö. Sehe ich jetzt so auf den ersten Blick nur auch eine weitere Treppe nach oben. Und da hinten. Ach nee, das geht wohl noch weiter nach oben. Gucken wir erstmal hier hoch. Oh, hi. Genau. Nicht einfrieren ist eine gute Idee. Wow. Hey. So, stirb einfach. Also hier sind wir schon mal bei die Spinnen. So, du kriegst auch einen schweren Schlag und haust ab. Sehr schön. Knopf. Knopf, okay. Da ist die andere Treppe. Ein Knopf werde ich jetzt erstmal nicht so leichtfertig drücken, bevor ich nicht weiß, was der macht. Aber Tarion ist am Verhungern. Wir haben ja genug Essen gefunden. Wow, das war gerade etwas unheimlich, als der über mir weggelatscht ist. Ach nö, habe ich jetzt die Feuerelementare geweckt? Wow. Ja, ich würde es bevorzugen, wenn du runterkommen würdest, dass ich dich irgendwie abknallen kann.
Ah, ich habe die Brücke aufgemacht, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich habe da unten auch ein Feuerelementar geweckt. Da bist auf jeden Fall du. Oder ist da unten nur eine Fackel an? Ach, das ist nur eine Fackel. Würdest du bitte runterkommen? Okay, ich komme hoch. Würdest du jetzt bitte runterkommen? Es ist auf jeden Fall noch ein Feuerelementar hier irgendwo. Eine Healing Potion. Ich höre es nämlich. Ist vielleicht, tut doch da unten rum kreuchen. Doch richtig gehört. Wie komme ich noch mal da runter? Ich will kein Feuerelementar im Nacken haben. Ernsthaft, wo ist die Leiter nach unten? Autsch. Okay, da hat sich das schon mal erledigt. Grummel. Du bist verletzt. Dann mach dir mal Cardius, okay. Das ist der Super-GAU, wäre der Super-GAU im Ernstfall. So. Okay. Auf jeden Fall haben wir schon mal hier eine Brücke aufgemacht. Und haben es hier gleich wieder mit Schleimis zu tun. Die können allerdings nicht mehr viel. Na doch, sie können noch ein bisschen Schaden machen und uns krank machen. Das ist natürlich nicht so schön. Wow, das war ein schöner Crit. Ja. Aber sie können nur Talisa krank machen, weil Branoia ist ja geschützt dank eines dank des Kristallnecklecks. Der trägt wirklich einen Haufen Kristallzeug. Zwei Richtungen hier gegen ist nicht so toll. Wow. Kurzer Rückzug. Jawohl, eingefroren. So. Gut. Den Schleim irgendwie loswerden. Du trinkst mal einen Mana-Trank. Weg ist der Schleim. Jetzt habe ich nur noch zwei Spinnen hier. Wow. Notarion ist vergiftet. Haben wir noch ein Anti-Venom? Nein, haben wir natürlich nicht. Also musst du dir eins machen. Weil gerade der Magier vergiftet, das ist garstig. So. So. Du bist out of energy. Wow. Einmal kurz den Abflug. Wachen! Was war das jetzt? Jetzt bist du out of energy. Hoffentlich kannst du nicht gleichzeitig krank und vergiftet sein. So, nächster Mana-Trank. Weiter geht's. Hier ist schon mal nichts. Und ja, mir ist mittlerweile aufgefallen, wo ich die Bolzen verloren habe. Und zwar sind die einfach die spawned. Ah, hier geht's runter. Hier geht's runter und hier ist super viel, nämlich nichts. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Ich muss da irgendwie rüberkommen. Da geht's nämlich weiter, das sehe ich.
sehe hier aber nirgendwo einen Knopf oder einen weiteren Weg. Da ist nämlich eine Tür. Ja. Das ist aber nicht so eine Tür, gegen die ich gegenspucken muss, oder? Nein. Sieht auf jeden Fall interessant aus hier in der Void. In der Leere. Naja, aber hier ist nichts. Hier ist auch kein Knopf zum Rumdrücken und Licht geht aus. Nein, ich kann nur die Leiter andrücken, dann klettere ich hoch. Das ist auch, das habe ich auch noch nicht gewusst. Okay. Kein Knopf, kein Knopf. Ach, da unten ist noch ein Knopf. Wow. Beziehungsweise da drüben ist ein Knopf. Den da müsste ich gedrückt. Welchen habe ich denn gedrückt? Das muss ich gerade mal nachgucken gehen. Au. Oh, ihr solltet alle mal was essen. Die Haxe hat dir nicht gerade viel gebracht, deswegen isst du noch was. Du isst die Wurst und du kriegst auch noch was zu essen, ein Laib Brot. So. Also jetzt mal genau nachgucken. Wir hatten... wo ist der Weg nach oben? Da ist der Weg nach oben. Genau, wir hatten hier den Knopf gedrückt, aber da drüber ist auch nochmal ein Knopf. Okay. Mal kurz hier hochgucken. Genau, da drüben ist ein Knopf, zu dem wir leider nicht so leicht hinkommen. Ah. Muss ich mich jetzt gleich wieder mit Feuerelementaren rumquälen? Ja, muss ich. Ah. Einer ist schon mal weg. Da oben fliegt noch einer. Da unten ist wahrscheinlich auch mal wieder einer. Ich kann leider nicht hochschießen. Gehen wir mal kurz hier unten nachgucken. Ob sich hier auch wieder einer versteckt. Nein, hier ist nur der Weg zurück. Okay. Wie viel Essen haben wir noch im anderen Sack? Auch noch etwas Essen. Also ja, es wird langsam wieder knapp, das Essen. Ah, falsche Seite. Die wollen nicht runterkommen. Muss ich eben eins hoch. Komm her. Ja, ich muss hier etwas aufpassen jetzt. Genau. Komm ruhig her. So, und stirb. Nummer 2 ist ausgeschaltet. Das heißt, es gibt noch den dritten. Mist, vorbeigeschossen. Kannst ruhig wieder hierher zurückkommen. Wow. Ah, das war knapp. Das war arg knapp. So. Ein blauer Kristall.
Eine Treppe nach oben, ein Mana-Trank. Da ist der blaue Kristall. Oh, und hier ist Zeug. Skate Cloak. Protection plus 5. Braucht den jemand? Ich denke mal nicht. Den sacken wir aber trotzdem ein. Zwei Resurrection Potions, die kommen mal zu dir. Noch ein Sichelschwert. Okay. Das ist wahrscheinlich nicht besser als meins, oder? Nein. Komm trotzdem mit. Giftbomben brauchen wir nicht. 20 Schuss Munition. Hm. Ein Teleporter. Kanonenkugeln. 4 Crossbow Bolts. Das brauchen wir allerdings. Und dann speichern wir erstmal kurz und gucken dann, wo uns der Teleporter hinführt. Bevor wir die nächste Etage gehen. LP132. So. So, wo führt uns der Teleporter hin? Vielleicht zum letzten Power Gym? Nein, direkt an den Eingang, ne? Ja. Secret. Cooles Secret. Potion of Strange. Noch eine Resurrection. Und eine Healing Potion. Okay. Stats 23 und was 22. Dann kriegst du die Potion. So, jetzt habt ihr beide gleich viel Stärke. Okay, damit haben wir die Truhe gefunden, die fehlte. Aber ich weiß immer noch nicht, was hier ist. Hier bräuchten wir einen Zahnradschlüssel. Das geht weg der Erinnerungen an Grimrock 1. Aber keine guten. So. Ich nehme mal nicht an, dass der Kristall wieder aufgeladen ist. Nein. Dann müssen wir halt so nach oben gucken. Was da auf uns wartet. Das Dach. Wir haben das Dach gefunden. Blitzbomben.